Okay. Jetzt sind wir wieder da. Jetzt müssen wir mal gucken. Vielleicht haben wir hier irgendwas übersehen. Hier geht's nur zurück. Nee. Jetzt sind wir wieder hier drin. Also dafür, dass ich Expert gemacht habe, kriege ich jetzt ziemlich viele. Oh, da ist was. Eine Kerze. Siehste. Und noch eine Kerze. Und noch eine Kerze. Okay. Und jetzt, was brauchen wir noch? Hier ist nichts. Warte mal kurz, dann gehe ich nochmal hier. Vielleicht ist hier jetzt auch wieder was Neues aktiviert. Ja. Kerzen. Bäm. Brauchen wir nur noch eine Kerze. Ach du heiliger Bimbam, ist das unordentlich. Jetzt müssen wir mal gucken. Das sehe ich als erstes. Schlüssel. Schlüssel. Ein Schlüssel für ein Schloss. Für das? Ja. Kann nur was öffnen. Hier. Hier, hä? Nö, geht auch nicht auf. Hier. Won't work. Ist falsch eingesetzt, hä? Nee. Okay. Lampe. Kommt es wirklich nicht da rein? Sieht aber so aus, gell? Ah, nein, das da. Ah, und jetzt. Da ist er. Okay, ist hier noch irgendwas? Da. Ja, jetzt haben wir die Kreide gefunden. Okay, aber uns fehlt. Sind denn unsere hier fünf Kerzen fehlen. Das heißt, irgendwo gibt es noch eine Kerze. Ja, vielleicht auf der anderen Seite.
Wir waren ja da, jetzt gehen wir mal da raus. Da kommen wir ja immer noch nicht hin, ne? Da ist eine Kerze. Jetzt können wir zurücklaufen. Zu der Hellseherin. Ich muss mich beeilen. Hä? Überhaupt doch alles. Ah, okay. Oh je. Hexeritual. Und jetzt? Oh yes. Es ist alles in der am richtigen Platz. Now come over here. Komm rüber. Ein Memory. Alles in die richtige Position rücken. Muss ich mal kurz gucken, wie das funktioniert. Okay. Also. Das passt schon mal nicht. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Das sieht ganz gut aus. Und das. Da ist der Weihnachtsbaum. Oh, die Kinder sind ja süß, hä? So, dann haben wir hier das. Nee, doch nicht. So. Das haben wir hier, oder? Nee. Das haben wir hier. Dann haben wir das da. Und das da. Und das hier. Oh, oder auch nicht. Wo ist denn der Tisch? So passt. Nee, passt auch nicht. Das passt aber. Oh, muss es alles verrücken, gell? Ich glaube, das ist das Ende. Ja. I will find you very soon, I promise. This talisman may be helpful to you. You will know how. Now go and find your children and yourself. Okay, sie hat ein Talisman bekommen. Damit wird sie ihre Kinder vielleicht finden. Okay. What's happening? I must be dreaming. How is this possible? Jetzt ist das Häuschen weg, gell? Okay. Hier geht nichts mehr zu machen. Jetzt sind wir wieder hier drin. Was haben wir denn jetzt noch? Ein Talisman. Kann man uns jetzt hier wieder irgendwas holen? Ne, wir müssen raus. Dann gehen wir raus. That's weird.
But I guess it works. Oh, das war komisch, aber es hat funktioniert. Dann gehen wir mal rein. Oh oh. Tagebuch? It's so dark inside the house. I can't barely see anything. Es ist so dunkel. Ist doch egal. Gehst halt in das Zimmer. So. Look. Ich kann das nicht öffnen. Aber es sind gar keine Schlösser da drin. Es ist, kann ja gar nicht zugeschlossen sein. Das ist aber komisch, dass ich es nicht aufkriege. Und was ist hier? Streichhölzer. Ein Buch. Achso, das haben wir schon. Hier auf dem Tisch kriege ich nichts. Hier. Ich kann mal wieder was öffnen. Ein komischer Mechanismus. Vielleicht funktioniert ein Talisman. Steht in dem Buch. Ich muss einen Weg finden. Okay. So, was sagst du noch? Go. Können wir hochgehen? Nö, ich muss rausgehen. Was denn? Ach so, klar, das muss ich ja auch noch machen. Und jetzt? Halt ich mir die Lampe mitnehmen. Okay, da komme ich ja immer noch nicht dran. Damit ist auch nichts zu tun. Ja, kann ich jetzt hier Licht machen oder was? Ah, okay. Da ist ein Schlüssel. Hä? Jetzt brauche ich nur eine Zange oder was? Aha. Aha, also dieser Regenschirm ist zwar nützlich draußen, aber wo ist der Henkel, ne? Ist es auch wieder verschlossen mit einem komischen Mechanismus? Ne, da können wir nichts machen. Können wir auch nichts machen? Da können wir noch hoch. Hier sind noch Kerzen. Hier hinten die Tür. Es fängt wieder an zu glühen. Ich muss diese Tür öffnen. Gehen wir erstmal hoch. Das Schlafzimmer. Was haben wir denn hier? Ah! Ist doch was zum Öffnen. Was haben wir hier noch? Eine Nummer 3340. Kleiderschrank. Untersuchen. Oh yes. Mirror, mirror on the wall. Was soll ich denn da nehmen? So habe ich es kaputt gemacht, ja? Ach, der Baum. Eine Schüssel. Guck mal, bei der Tasche können wir doch bestimmt auch irgendwas machen. Aha. Da ist er. Da ist das Porträt. Ja, das ist doch für den
Für den Regenschirm, oder? So, war's das? Nein. Hier können wir noch was machen. Oh. Da ist ein Knopf, den ich natürlich drücke. Ich weiß nicht den Code. Doch, ich weiß ihn doch. 3340, oder? Hier. Muss ich so machen. Ja, guck. Well, I don't really need this money. Ich brauche das Geld nicht. Aha. Ah, sie braucht das Geld nicht, sagt sie. Jetzt ist das Geld weg und ein Buch liegt drin. Und wir nehmen uns das nächste Buch. Gut, das war's. Dann gehen wir mal wieder runter und machen das und nehmen uns den Regenschirm. Und öffnen den Schrank. Ein Zettel. Der Schlüssel. Guck mal, das Schiff. Ah, oh, das Schiff ist auch noch da. Zange gefunden. Und mit dieser Zange kriege ich den Schlüssel. Bam. Und mit diesem Schlüssel mache ich die Tür auf. Nein? Oder muss ich wieder machen? Oh! Nee. So geht die nicht auf. Komm, stemm dich dagegen, Mädchen. Regenschirm. It don't work. Bin ich vielleicht noch nicht fertig, ne? Was sagst denn du? Ach, da bin ich noch. Hier ist noch was. Ah, okay. Entschuldigung, ich muss ja erst so machen. Und so. Und now open. So, und jetzt stellen wir die Bücher wieder ins Regal, wo sie hingehören. Weil wir sind sehr ordnungsliebend. Ah, und jetzt müssen wir puzzeln. Also das steht, also okay, das steht schon mal auf der richtigen Position, weil das grün ist, ja. Damit fangen wir an. Ne, passt schon mal nett. Vielleicht das? Nee. Nee. Ja.
Oh, wow. Das ist es aber nicht. Das kommt doch bestimmt auch nach außen. Ja. Was ist passiert? Auch die Schublade ist aufgegangen. Ein Puzzleteil und ein Schlüssel. Okay. Puzzleteil und Schlüssel. Kommen wir jetzt vielleicht rein hier in die Door. Nicht mit dem Schlüssel, gell? Oh. Wo geht es denn da hin?